Damit willkommen zurück zu Detroit Become Human und hier steht Markus vor Karls. Ja, Knopfstein, jetzt trauern wir ein bisschen. Ich vermisse sie, Karl. Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr. Ich gäbe alles dafür, wenn wir die Uhr zurückdrehen könnten. Ich hatte ein Zuhause, einen liebenden Vater. Wir waren glücklich. Ich war glücklich. Und wusste es nicht einmal. Pessimistisch war. Wir machen mal zweifeln. Ich wollte nur, dass mein Volk frei ist. Aber ich habe es in eine Katastrophe geführt. Ich versuche, Antworten zu finden, aber um mich herum bricht alles auseinander. Wichtige Entscheidung, wütend, hart. Wichtige Entscheidung. Ich will nicht, dass Blut fließt, egal welcher Farbe. Aber wir werden abgeschlachtet. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Verzweifelt. Was soll ich tun, Karl? Sagen Sie mir, was soll ich tun? Oh, das ist echt hart. Auch für eine Maschine. Das ist doch Leo. Ja, einfach getrost ignorieren. Er war ja nicht nett zu uns. Also müssen wir ihn auch nicht großartig behandeln. Was soll ich jetzt machen? Sprich mit deinen Leuten. Okay. So, erstmal gehen wir mal zu Kara. Weil die haben mir eigentlich versprochen, hier eine gute Heimat zu finden. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Hoffentlich trefft ihr Lufa noch. Weil ich hoffe, dass er nicht tot ist. Rette unser Volk. Erstmal rede ich mit Norf weiter. Schusswunde? Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Überlebende? Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Lage? Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört.
Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus. No. Also, nur will ich auf jeden Fall nicht verlieren. Die ist so wichtig. Komm mal. Keine Sorge. Wir werden friedlich gewinnen. Also, ich will hier keinen Angriff starten. So, das soll jetzt hier kein Androidenkrieg sein. Wie in Cyber. Ich kenne diese ganzen Androidenfilme nicht. Machine Robots oder so. Naja, egal. So, hier haben wir noch. Ja. Joss. Ist mir eingefallen. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Hey, Marcus hat ihn irgendwie ignoriert. So kam es vor. Okay, was ist eigentlich mit Simon? Der ist auch mitgeflohen. Den könnte ich doch auch reden, oder? Nö. Simon? Ja, okay, Simon kann man irgendwie gar nicht mehr ansprechen. Der ist irgendwie inaktiv. So, Connor. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Ich vertraue dir. Vergeben. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Wieso weiß er das nur? Liegt das daran, dass er halt ein besserer Android ist? Wundert mich echt. Oder wurden die anderen Androiden irgendwie nicht für Statistiken programmiert oder so? Na gut, wir reden jetzt für unser Volk. Ich dachte, wir sollen jetzt für unser Volk reden. Was soll ich noch machen? Ach so, hier ist Simon. Alter, versteckt er sich hier? Da hinten sind sogar diese Sexbots. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Gut, Simon, da war ja immer neutral, also bei denen sollte ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass der mich hasst oder so. Außer wenn ich ihn richtig schlecht behandle. Aber er ist eigentlich ein nicer Boy. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aus dem Stratford Tower rauszukommen. Obwohl das Ding noch gestürmt wurde von den ganzen Soldaten. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört.
Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Wieso sagt er wir? Ja, ich würde auf jeden Fall friedlich marschieren zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. War ein Angriff, Quicktime-Event, wahrscheinlich Hunderttausende, und ich bin unter Druck, dann muss ich noch schwere Entscheidungen treffen und... Nein. Deswegen Demonstration. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ja! Für die Freiheit! Das soll doch mal was heißen. Gut, wir nähern uns wirklich langsam dem Finale, merke ich. Also können vielleicht nur noch 3 Missionen so sein. Das war jetzt... Ich dachte, es geht noch weiter, okay. Ja, dann direkt weiter. Hallo? Ach so, ja. Los geht's. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Wie könnte es die Präsidentin spielen? Ja, wie nice ist das denn? Okay, krass, dass es auch hier eine weibliche Form vom Präsident gibt und nicht irgendwie so eine Nachmache von Donald Trump. Okay, bitte! Kann ich aber gar keinen wählen? Ja, okay, dann hier Anführer der Abweichler. Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Aber warum muss ich das machen, Junge? Gibt's da hier so einen Berater dafür? Intelligente Leben, Hacking, öffentliche Meinung, machen wir mal. Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Sie haben gezeigt, dass sie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen. Das ist eine Lüge, Alter. Ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Junge, ich habe die ganze Zeit friedlich gehandelt. Was für ein Scheiß. Ich kann mir, wenn ihr da einfach so reinkommt, muss ich die ja töten. Okay, Jericho-Angriff. Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt oder die Straßen, damit kein Android entkommt. Es kann nur zerstört sein. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Bitte! Ja, ist ja toll. Weil die ganze Produktion umsonst. Alter, wie viel muss ich hier noch machen? Keine Ahnung. Bitte. Machen wir mal hier. Bitte. Ich hab keine Ahnung. Wir machen Hacking. Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking. Ja, das hat man natürlich gesehen. Markus konnte einfach solche Bildschirme übernehmen. Danke. Das wäre alles. Na endlich. Alles wieder Verschwörungen.
Persona-Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Gut, Connor kommt in den Cyberlife Tower. Das wird nämlich gut sein für die Weiterproduktion der Androiden. Und wir wollen das natürlich weitermachen. LOL. Warum fährt da eine Bahn? Sieht ein bisschen aus wie Kanada. Aber ich glaube, das ist auch schon Kanada. Ich wusste zwar nicht, dass Detroit neben Kanada ist. Aber es ist anscheinend so. Connor sieht wieder perfekt aus. Wie eine Eins. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Na, danke. Ja, toll. Jetzt werde ich hier von drei Wachen überwacht. Ui. Gut, das ist der Cyberlife Tower. Der müsste ja hochmodern sein. Also, vielleicht gibt es da Mikrowellen, die dann mit Fernbedienung gehen. Ui. Boah, Alter. Ist das Ding riesig. Und es geht auch noch nach unten. Alter. Uff, das wird eine heilige Arbeit. Aber Fauna ist spezialisiert dafür. Er schafft das schon. Waren hier nicht gerade noch drei andere Soldaten? Aber okay. Können wir die hier auch befreien? Ich will die befreien. Die müssen da nicht einfach rumstehen. Na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Ja, wir müssen zu Etage minus 49. Schalte die Wachen aus, stoppe den Aufzug. Vorkonstruieren, jawohl, das will ich doch. Den kann ich hier kicken und dann. Ja, toll, da erschießt er mich. Hat ja gut geklappt. Müssen wir wahrscheinlich anders. Den hier zuerst. Kick. Boah. Ja, toll, zu spät. Wieso muss er das auch so ewig lang machen? Dann halt von. Ja, so ein Kick und dann. Okay, der Typ hätte auch einfach die Waffe nehmen können, aber na gut. Dann halt so. Oh nein, wir müssen jetzt bestimmt Quicktime-Event machen. Okay. Ich bereite mich vor. Oh. Geh runter von mir. Jawohl. Ja, okay. Trotzdem getroffen. Meine Güte. Gut, alles geklappt. Dann können wir ja benutzen. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent? Ja, nimm mir die Stimme vom Agent. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Hat ja letztens auch geklappt. Erreiche den Busbahnhof. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. 20 Minuten. Oh, gut, oh, gut. Gut, was ist los, Kara? Alles in Ordnung. Alice. Mir ist so kalt. IRK 500 Einstellungen, Temperatursensibilität. Ich kann das ja mal deaktivieren. Gut. Damit das arme Roboterchen nicht friert. Gleich geht's dir besser. Danke.
Siehst du, hat geklappt. Gut, aber wir müssen weiter bis zum Busbahnhof. Oh nein. Oh Gott, ich erwarte doch wieder Schlimmes. Oh, da liegt eine Gang. Komm, Kara, nimm sie. Was waren deine Brüder? Alle ist gestorben. Gut. Nimm auch mal die Gang. Jetzt kann ich aber nicht mehr entscheiden, ob ich sie nehme oder nicht. Sie nimmt sie jetzt einfach. Gut, aber ich glaube, das ist auch notwendig. Na komm. Bei diesem ganzen Militär. Lass uns gehen. Oh fuck. Nein, tut sie mir nicht. Apropos Militär. Yeah. Hier geht's ab. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Okay. Ich hab nichts getan! Dann, oh nein, das ist so ein Pfad. Eine Schleichmission. Boah, das habe ich in COD immer gehasst. Bin ich da? Okay, dann müssen wir jetzt warten. Wir müssen vorsichtig. Ich hasse solche Passagen. Ja, zum Glück ist es nicht wie bei Hitman, dass dann die KI jedes Mal anders sein kann. So. Es ist gescriptet. Gut, hier ist keiner. Hoffentlich. Ja, dann los, verstecken. Niemand sieht mich. Ich bin unsichtbar. Oh, da ist Lufa. Da drüben. Das ist Loser. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Umkehrer, rette ihn. Ja, retten. Okay, gehen wir. Gut, dann nehmen wir die andere Seite dafür. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Oh nein, das ist der Typ aus Borderlands. Nein! Nein! Bitte! Nein! Okay, sie sind weg. Also rüber. Hey, alles gut. Hohoho. Gut, Alice, du versteckst dich da unten jetzt mal. Als ob die mich nicht entdeckt haben dort. Okay, finde eine Waffe, ja. Hier, Ziegelstein. Näher dich langsam. Ja, ganz vorsichtig. Und Punch! Du bist Clara, safe. Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Luther! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Okay, die Schleichmission geht weiter. Ja, oh no. Okay, lassen wir erstmal ihn gucken. Der wird, als ob der mich nicht sieht, Junge. Das sind einfach Stormtroopers. Okay, jetzt können wir rüber. Schip, schop, schip, hop. Ich war nicht da. Ist das der gleiche Typ? Ich glaube schon. So, warten. Jetzt... Was? Alles in Ordnung. Ah, da ist noch einer. Der kommt jetzt hierher. Warten wir erstmal. Denn der wird erstmal nachgucken. Boah, ob alles safe ist. Und. Ja, jetzt guckt er weg. Und weg. Lauf. Gut, wir haben es geschafft. Das war ja einfach.
Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Nee, komm. Weißt du, auch wenn es ein Risiko sein kann. Ich gehe das Risiko ein. Weil 3 Minuten, das wird nicht lange dauern. Eine Grenzkontrolle geht ja nicht recht schnell. Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Ja. Yep. Es sind nur 2, oder? Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Ja, mein Auto ist kaputt. Unser Auto ist kaputt gegangen. Wir gehen den Rest zu Fuß, wir wohnen hier. Erahnt etwas? Ruhig bleiben. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Na, ihr ist kalt, ist doch klar. Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Boah, danke. Danke, du bist ein richtiger Ehrenmann. Hey, so. Moment mal. Was? Er weiß es, Kamera. Nichts tun. Sie werden uns töten. Nein, 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 tu einfach nicht. Tu bitte nichts, Luther, hörst du mich? Sie werden schießen. Sie werden Alice töten. Nichts tun. Du hast was verloren. Wow. Danke. Wow, und dafür haben die jetzt so viel Panik geschoben. Wirklich, für 2 Handschuhe. Ist das dein Ernst? Okay. Alter. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Woodward Avenge, Downtown. Es ist schon 22 Uhr. Okay, gleich 23 Uhr. Und wir machen den Marsch. Den finalen Marsch. Das könnte die letzte Hoffnung sein. Wir können unser Volk retten oder wir verlieren. Diese letzte Chance müssen wir ergreifen. Bisher leben alle Hauptcharaktere noch, aber das kann sich ja, wie gesagt, alles noch ändern. Dieses Finale wird heftig. Also los geht's, Marcus. Für unser Volk. Für die Androiden. Führe sie an. Mach sie stolz. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Nee, wir gehen weiter. Oh nein, die schießen jetzt. Egal. Ja, guck mal, Journalisten sind auch da. Friedlich. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch ohne wir eröffnen das Feuer. Oh nein, sie kesseln uns ein. Es gibt kein Zurück mehr. Entschieden. Wir sind hier, um die sofortige Freilassung aller Androiden zu fordern, die in Lagern festgehalten werden. Wir werden nicht gehen, bis unsere Leute frei sind. Wir werden kämpfen. Also nicht mit Fäusten, sondern mit Worten. Oh, aber die öffentliche Meinung geht vor. Feuer!
Ist das, dass die uns mögen? Vielleicht machen die dann... Vielleicht kämpfen die für uns. Knien hinsetzen, Hände eben, Froster eben. Wir knien uns mal. Wie in Warframe. Obwohl das auch darstellen soll, vielleicht, dass wir uns ergeben? Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Aber das hat was bewirkt. Wegen den Journalisten anscheinend. An alle Teams, nicht schießen! Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Oh nein. Aufgepasst. Sie haben uns erwartet. Fuck. Scheiße, da war eine Kamera. Ah, das heißt noch mehr Quicktime-Event oder was? Was? So. Okay, ich kann jetzt wählen, wen ich hier ausschalte. Alter. Connor. Yo. Connor. Auch mal ohne Quicktime-Event geschafft. Nice move. Gut, nimm mal für Sicherheit eine Pistole mit. Wandel Androiden um. Gut, ja, müsste ja nicht schwer sein. Weil wir können einfach Hände schütteln und dann können wir die umwandeln. Und das machen wir jetzt auch. Gib mal deinen Arm her. Oh, wieder so einen Krampf bekomme ich hier. Bleib zurück, Connor! Was? Und ich verschone ihn. Tut mir noch leid, ein Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Nein, mach keinen Cut, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Ja, toll. Den coolsten Part schneiden sie einfach raus. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Nein, wir brauchen Tickets. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Kacke, kacke. Finde Tickets. Hey, versuch doch Tickets hier zu. Oh, Alice? Ich habe irgendwas getriggert. Ich glaube, Oliver mag dich. Wieso kommt mir die so bekannt vor? Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Auf irgendein Assassin's Creed-Teil kommt mir sie bekannt vor. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Sicherheitskontrolle! Nein. Als ob das jetzt wirklich passiert. Ja, okay, nimm. Also... Auch wenn es mir leid tut für die beiden. Danke. Aber, sorry. Ich will die drei nicht verlieren. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein, wir haben nichts gesehen. Tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Es tut mir zwar leid für die beiden, aber ich musste das machen, Mann. Nee, komm, beiden wir sehen. Ich weiß nicht, was tut mir leid, Alice. Tut mir leid. Ach, Mann. Egal. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Gut.
Zum Glück sind wir drüben. Jetzt in den Bus, schnell. Komm, komm, komm. Einsteigen. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Stehen sie jetzt wegen uns? Beschwichtigen. Nein. Nein, natürlich nicht. Nein, ich wollte zurück zu Connor, Alter. Gut, dann sind wir halt wieder hier. Aber ich würde jetzt hier erstmal einen Stopp machen, weil das wird jetzt nochmal viel länger. Und wir würden jetzt erstmal einen Cut setzen hier bei diesem Level. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ich glaube wirklich beim Finale. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.